einer der größten Ford Tourneo Custom-Händler, der auch liefern kann. Ja, ich grüße dich, Christian. Hi Sven, grüß dich. Ja, du hast unzählige Ford Tourneo Custom da und das Geniale ist ein extrem ausgereiftes Produkt und du hast Preise allokiert, die die Leute aus ganz Europa zu dir bringen. Ganz genau, also das ist unser Steckenpferd, der Ford Tourneo Custom. Den verkaufen wir inzwischen 300, 400 Stück im Jahr. Also ich mache eigentlich den ganzen Tag nichts anderes mehr. Können dadurch natürlich derart attraktive Preise anbieten, dass die Leute von überall herkommen. Wo kommen die her? Sind die irgendwie erpresst worden von einem, ich sag mal, Händler, der die unter EK abgibt oder macht sie Menge? Macht sie Menge tatsächlich, ja. Also sie kommen alle aus der Produktionsstätte aus der Türkei. Da ist schon seit ich denken kann, seit ich klein bin, das Ford-Werk, was die Nutzfahrzeuge, also speziell die Transit-Palette anbetrifft. Es gibt nur das. Es gibt nur das. Also es ist nicht so, dass wie bei Volkswagen in Wolfsburg oder Polen. Ach so, nein. Also es gibt nur das eine Werk für die Transits, genau. So, merkt man das, dass sie aus der Türkei kommen? Sind die jetzt ein bisschen schlechter, besser? Nee, um Gottes Willen. Das ist Quatsch. Also sie können genauso Autos bauen wie jeder andere auch. Also wohl letztendlich, irgendwo muss die Fertigungsstätte ja stehen und ja. Ja, alles gut. So, hier hast du verschiedene Farben. Du hast viele verschiedene Farben, Ausstattungsvarianten. Hier ist der Kühlergrill jetzt schwarz. Was ist das für ein Genau, das ist so ein bisschen einfache Variante als 9-Sitzer. Wir haben die 8-Sitzer-Varianten. Das sind Tourneo Customs Titaniums, Titanium X. Haben das Lager eigentlich voll. Das heißt, für alle Kunden, die da noch kurzfristig auf der Suche sind für so einen schönen Tourneo Custom, die werden hier auf jeden Fall was finden können. So. Und mit zu den günstigsten Preisen natürlich. Die Qual der Wahl, das ist ja das große Problem, was du hast. Die Farbe allein zu wählen, damit fängt es ja schon an. Die Leute können wählen, die sind alle sofort lieferbar. Jetzt gibt es ja keine Autos in Deutschland. Du konntest sogar vor einem halben Jahr schon liefern. Genau, also wir konnten eigentlich durchgehend liefern, weil wir immer jeden Monat mit 20 bis 30 Stück beliefert werden. Das Detaillierte, also wir haben ja schon mal, wir zwei zusammen ein paar Videos gedreht, wo wir die Autos nochmal explizit vorstellen. Wir haben ja im Grunde Unterschiede zwischen normal lang und länger, also L1, L2, Schaltgetriebe, Automatikgetriebe, die Außenfarbe und dann noch ein paar kleine Ausstattungsdetails, wie vielleicht eine Standheizung oder ähnliches. Zielgruppe sind meistens auf, ich sag mal, Familien- oder sportbegeisterte Freizeitleute, die Mountainbikes dabei haben. Ich bin die beste Zielgruppe. Drei Kinder. So. Drei Kinder, genau. Dann kommt man fast an so einem Fahrzeug nicht vorbei. Was heißt, es wird alles sehr viel komfortabler. Also drei Kinder hinten anzuschnallen im normalen PKW ist schon immer ein bisschen komplizierter. Mhm. Ja, und so habe ich doch einfach durch die beiden Schiebetüren, durch die 8-Sitzer-Variante, also dadurch, dass ich hinten 6 Sitze habe, ist das alles mega komfortabel. So, komm mal gerade links neben mich bitte. Ja. Das ist der lange? Genau, das ist jetzt die einfachere Variante. Eigentlich ist das auch so ein bisschen das Handwerkersegment. Da geht es darum, neun Personen zur Baustelle transportieren zu können. Da ist aber schon vieles drin in dem Einfachen. Das heißt, der hat schon elektrische Fensterheber, der hat einen Spurhalteassistenten, nehme ich an. Genau. Ja. Klimaanlage vorne und hinten, Rückfahrkamera. Aber der kann schon einiges. Navi-Bildschirm etc. Das ist alles schon mit drin. Preislich, wo liegen wir ungefähr bei dem langen? Die hier liegen jetzt so ab 40.000. Brutto? Brutto, ja, ab 40.000. Nochmal, du kriegst diesen Bus für 40 Kilo? Ja. Brutto? Ja. Neu? Genau. Echt? Also wie er da steht. Es gibt noch welche, die das ein oder andere Ausstattungsmerkmal mehr haben. Können wir denn sagen 39.999? Theoretisch, ja. Praktisch auch? Praktisch auch, ja. Zulassung mit drin? Ja. Überführung mit drin? Auch. Auch mit drin? Ja. Mit Überführung, Zulassung? Mit allem, ja. Krass. Mit der Lack hier blau, ist manchmal Metallic? Jetzt, genau, blau Metallic. Kommen wir hier mal, das ist jetzt so ein bisschen nochmal luxuriösere PKW-Variante. Also das ist jetzt die richtige Tourneo Custom in der Titanium X-Variante. Zwei Schiebetüren, häufig mit Standheizung, toter Winkelassistent, Abstandsautomatik, Anhängerkupplung etc. Also schön voll, Alus sind drauf. Alles sind drauf. Also hier bewegen wir uns irgendwo in der Größenordnung von 50.000. Aber das Coole ist, du könntest ja erstmal mit dem Langen hier beginnen, wenn du jetzt viele Kinder hast. Alus und so weiter kannst du nachrüsten. Ja, theoretisch geht das alles. Anhänger könnte man noch dran bauen, das ist alles möglich. So, was ist da mit drin? Ist da eine Rückfahrkamera mit drin? Der hat eine Rückfahrkamera, ja. Parkwarner vorne hinten? Vorne hinten, Parkpilotsystem, ja. Klimaanlage vorne und hinten. Also da ist eigentlich alles drin. Ist der Motor immer derselbe? Immer derselbe Motor. Den haben wir verschiedene Ausbauvarianten, also 130 PS, 150 PS im Schaltgetriebesegment. Die Automatik gibt es mit 130 und 170 PS. Ja.
2 Liter. Hier sieht man ein schönes Beispiel. Hier haben wir einen richtig schönen vollen. Genau, das ist jetzt ein Tourneo Custom mit 170 PS Automatikgetriebe. Der ist schon verkauft, sehe ich gerade. Den habe ich aber noch Magnetikgrau auch da. 50,9 mit wirklich sehr umfangreicher Ausstattung dann. Das ist jetzt die 8-Sitzer-Variante. Mhm. Hat quasi hinten 6 Einzelsitze drin. Das heißt auch in der normal langen Version, also das ist jetzt L1, kann ich trotzdem hinten schnell mal einen Sitz wegbauen, umklappen und habe dann einen riesigen Kofferraum, trotz der vielen Sitze. Cool. Auto Sizzler, Losheim am See. Mittlerweile in Foren bist du sehr empfohlen. Die Leute schicken sogar schon Ford Transit-Fans, schicken dir die Kunden mittlerweile schon aus ganz Deutschland zu, mittlerweile aus ganz Europa. Ja, ist immer ganz schön. Das hat sich mittlerweile, ist das Kunden, oder ich sag mal, unser Kundensegment oder Kundenstamm so groß geworden, dass eigentlich immer jemand reinkommt, der sagt, keine Ahnung, die Verwandtschaft hat schon einen von euch, der Nachbar hat einen von euch oder der und der hat einen von euch. Ja, ist alles cool. So, wir können mal gucken. Das ist auch ein langer. Gucken, was der kostet. Langer L2 Automatik in voll. In Vollausstattung, ja. Leder, sehe ich gerade. Das ist mit Leder, mit Standheizung, mit toter Winkelassistent. Voll, ja. Da für 54,8. Genau. Das ist doch fair. Ja, mehr als das. Der kostet mal Liste 71. LKW-Zulassung ist möglich? Nee. Nee. Wir sind hier im richtigen PKW-Segment, ja. Komm, wir gehen mal rüber. Dann... Du hast unzählige mittlerweile Platz, der Hof aus allen Nähten. Niederlosheim, das liegt natürlich in der Nähe von Losheim. Jetzt weiß natürlich immer noch keiner in Deutschland, wo Losheim ist. Wir liegen im schönen Saarland. Also zwischen Trier und Saarbrücken im Grunde, wenn man es einfach hält, an der Grenze zu Luxemburg und Frankreich. Haben dementsprechend auch viele Kunden, die auch aus Luxemburg und Frankreich zu uns kommen. Also hier kann auch Französisch oder Englisch gesprochen werden. So, hier vorne stehen noch mehr. Aber... Du hast noch einen Hof, da stehen noch viel, viel mehr. Das hier ist nur dein Handellager, was hier direkt am Betrieb steht. Wir mussten mittlerweile mehrere Plätze arrangieren, damit wir überhaupt alle unterbekommen. Das heißt, wir haben im Grunde oben. Magst du oben rumgehen oder ja, wir können von unten filmen? Ja. Nee, ich kann auch gerne hochgehen. Also das hier, da haben wir uns auch Videos gemacht, das sind jetzt reine Nutzfahrzeuge. So, und der Ford Tourneo Custom. Den werden wir gleich mal zeigen. Gucken, ob ich hier hochkomme. Ja, geht. Ist da vorne auf, Christian? Kann ich aufmachen. So, da vorne hast du noch, da vorne steht sogar ein Raptor V6, haben wir eben gefilmt. Ein neuer. Ja. Steht noch einer, Custom. Das ist ein sehr dankbares Auto, weil die Maschine selber wird so oder so ähnlich in allen Fords verbaut. Es ist schön, weil das Segment so viel Freude bei den Kunden verursacht. Also es ist ja häufig so, dass eben gerade Familien sich dafür interessieren, die jetzt von einem kleineren PKW kamen und sowas als Familienauto dann für sich nehmen. Und die ganze Familie ist mehr als begeistert. So, ganz viele Ford Tourneo Custom. Das ist jetzt mal ein kleines Zwischenlager an Fahrzeugen, die jetzt dann immer innerhalb von ein paar Tagen rausgehen. Das heißt, die sind dann sobald verkauft, das kommen die hier auf abgesperrtes Gelände. Ja, aber im Grunde stehen die an jeder Ecke bei uns. Also irgendwo. Die Kunden haben das Coole, die können sich jede Ausstattungsvariante live angucken. Das heißt, du kannst ja die Verkauften auch mal kurz aufmachen, da kann man mal reingucken, ja, klar. Die aussehen. Ja. Das sind übrigens die Verbrauchswerte, dass wir sie haben, kombiniert 7,0. Da sieht man es. Und ich sage jetzt mal so ganz realistisch, 8 Liter bei Vollgas? Also ich fahre privat mit dem Fahrzeug 7,5 bis 8,4. So in der, also es gibt schon eine gewisse Spanne, ob ich jetzt zum Kurzstreckenbetrieb fahre, dann liege ich irgendwo um 8. Wenn ich jetzt eine Urlaubsreise fahre über die Autobahn, dann liege ich irgendwo bei 7,5. Ja, ich hatte mal einen 150 PS T6 und wenn du den mal so richtig an die Ohren nimmst, dann fährst du inzwischen 10 und 11 Liter. Okay. Das geht wahrscheinlich bei dem auch bei Vollgasfahrten auf der Autobahn, oder? Klar, wenn ich jetzt irgendwo Vollgas 180 fahren würde, merke ich ja schon aufgrund der Größe des Fahrzeugs, dass da mehr Luftwiderstand kommt. Aber so im ganz normalen Urlaubsfahren 130, 140 km/h liegen wir auf jeden Fall unter 8 Liter. Ist er leise? Sehr, ja. Also wahnsinnig tolles Auto. Ich denke, jeder, der sich dafür interessiert oder der jetzt das Video guckt und einen hat, der weiß, wovon ich rede. Also ich habe noch nie eine derartige Begeisterung bei den Kunden gesehen, auch im Nachgang, wenn mir Kunden noch mal so ein bisschen Feedback gegeben haben, als jetzt bei diesem Fahrzeugsegment hier.
So. Was schön ist, ist auch der Verkaufspreis, wenn sie später wieder veräußert werden. Das Segment ist sehr gefragt. Ja, das heißt natürlich auch sehr wertstabil. Das heißt eigentlich eine gute Investition. Das heißt, man kann ein bisschen fahren, hat wenig Geld kaputt gemacht. Du würdest schon sagen, die nächsten 5-6 Jahre, man weiß ja nicht, was kommt. Man weiß nie, was Hybrid. Kommt. Klar, man weiß nie, was kommt. Hybrid bin ich nach wie vor der Meinung, dass sowas vernünftig nur von einem Dieselmotor angetrieben wird. Mhm. Auch in naher Zukunft, auch in weiter Zukunft. Gab es nie als Diesel den Hybrid, waren immer die Benziner. Ich fahre ja zurzeit auch einen Vollhybrid. Ja, ja. Die brauchen dann so zwischen 4 und 5 Liter. Als Diesel wäre es nochmal sparsamer. Als Diesel wäre es nochmal sparsamer. Nur, ja, also das gleiche Pendant als Plug-in-Hybrid würde mit Sicherheit auch mit dem Benzinmotor irgendwo bei 7, 8 Liter liegen. Von daher, also der ist so verbrauchsam mit dem Dieselmotor. Was Besseres gibt es eigentlich nicht. Christian Hissler, wir sind in Niederhosheim. Das Ganze gibt es mit oder ohne Anhängerkupplung. Hier sieht man es, Auto aus Hissler, Losheim am See. Heute ist der 5. Juni 2023, der Geburtstag meines Sohnes. Heute Morgen herzlichen Glückwunsch. Haben wir schon ein Ständchen gesungen, hat er sich gefreut wie verrückt. 11 Jahre ist er geworden. Und ja, jetzt kommt die Family demnächst aus Amerika. Da haben wir uns jetzt ein Fahrzeug bei einem Händlerkollegen mal ausgeliehen. Auch einen Neunsitzer, ich sage jetzt mal nicht die Marke, aber viel kleiner. Okay. Dafür, ich sag mal, Tiefgaragen wird ein bisschen eng, oder? Nee, haben exakt eine Höhe von 1,99, das heißt 2 Meter Tiefgarage. Funktioniert. Was auch ganz wichtig ist für die Maut in Frankreich, weil da gibt es so Grenzen. Wenn der zu hoch ist, zahlt man auch mehr Maut. Okay. Das ist so. Dann vielen Dank fürs Einschalten. Ja, gerne. Ford Hissler in Niederlosheim, Losheim am See. Tschüss. Tschüss.